Willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Offroad-Simulation SnowRunner. Heute endlich mal wieder im Multiplayer zusammen mit dem Stefan. Mahlzeit, hallöchen. Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich Homer oder Stefan sagen soll, deswegen habe ich einfach Stefan gesagt. Ja, genau, immer. Du bist ein bisschen langgezogen. Aber, ein bisschen langgezogen. Ich werde an mir arbeiten. So, wir dachten uns nämlich, wir haben jetzt beide schon viel SnowRunner gespielt und viel mehr Spaß macht es ja eigentlich, wenn man so zusammen durch die Welt tourt, und das werden wir heute einfach mal machen, und wir haben uns wirklich ein sportliches Programm ausgedacht. Wir wollen heute in dieser Folge 3 Aufträge Minimum erledigen. Klingt ambitioniert, ist vermutlich unmöglich, aber ich würde sagen, wir starten direkt und legen dann gleich mal fest, wie viel Holz wir hier mitnehmen müssen. Und dann werden wir uns heute in Alaska auf der Karte White Valley aufmachen in Richtung Bergfluss. So ist der Plan. Jo, warte mal. Soll ich mal hier die Holzplanken aufnehmen, die Bahn, ja, ne? Also wir brauchen für die Brücke 2 Holzplanken. Genau, habe ich, Wir brauchen für die, für das Berglabyrinth brauchen wir einmal Holzplanken. Okay, willst du was aufnehmen, oder? Ja, ich nehme dann für den nächsten Auftrag nochmal 2 Holzplanken mit. Okay, dann nehme ich 3, ja, okay, alles klar. Läuft. So. Okay. Passen. Hoffe ich, dass das. Ja, dass das alles so funktioniert. Also ich meine, du hättest jetzt natürlich auch alle 5 mitnehmen können, aber so ist es auf jeden Fall einigermaßen sinnvoll, dass wir beide gefahren sind. Also ich bezweifle doch, dass wir alle 3 Aufträge schaffen, aber ich bin da. Wir brauchen erstmal ein paar Ziele. Ah, guck mal, da ist Es hat sich doch schon gelohnt. Wir brauchen erstmal ambitionierte Ziele und dann gucken wir mal, was wir dann tatsächlich schaffen. So gehe ich auch meine Tagesplanung oft an und dann bin ich oft ein bisschen enttäuscht, dass es am Ende doch nicht funktioniert hat. So, was machen Sie da? Ich guck mal gerade, wo wir hin müssen. Lange Brücke, ne? Alles klar. Ja, ich muss also erstmal drehen hier. Genau, wir fahren jetzt den Weg, den wir gerade gekommen sind, fahren wir wieder zurück. Dann macht einer von uns kurz einen Abstecher zur Tankstelle, lädt dort noch ein paar Ölfässer auf und dann fahren wir weiter an dem Logistikzentrum zur Brücke. Okay, alles klar. Sauber. Letztes Mal ein Stück zurück, weil dann komme ich da auch besser raus. Jetzt viel verlangt von mir. Ja, ein bisschen. Das ist schwierig. Wendekreis bei dem Arzthof ist eher schwierig, oder? Das ist, Ja, aber wir haben uns heute bewusst, also es wird jetzt natürlich wieder ein paar kritische Kommentare geben, ne? Wir sind heute mit russischen Trucks in Alaska unterwegs. Das ist natürlich nicht ganz stilecht, aber wir waren uns einig, dieser Azov hier, das ist einer der besten Trucks, zusammen mit diesem Kolob, den es da noch gibt. Viele Trucks, die man so in Michigan freischaltet, fand ich persönlich eher enttäuschend. Insbesondere diesen Twin Steer. Ja, Twin Steer. Das ist ein Blödsinnsteil. Haben wir noch drüber gequatscht, ne? Also es war, es ist nicht der Beste, ne? Also vor allem für das, den man da freischaltet und man denkt dann, kriegt man bessere Fahrzeuge, aber der Azov ist auf jeden Fall nicht ganz verkehrt. So, also ich bin draußen. Wie sieht's bei Ihnen aus? Oder noch Kaffee drin in kurz, warte. Achso. Ja, dann warten wir mal. Nee, ist doch schön, dass du so flott unterwegs bist. Ja, ach, und jetzt bist du auch noch Holzfäller hier. Das ist doch nett. Ein paar Christbäume schon mal einpacken, ne? Sicher, sicher. Preis ist gut aktuell. So. Boah, also nearer war blüh, würde ich sagen. Soll ich mal vorbeischauen? Ja, schauen Sie mal bitte hier vorbei, ja. Wenn hier schon Französisch geredet wird, dann muss die Notlage groß sein. Ja, ja, definitiv. Also geht nichts vor und nichts zurück hier. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ach, wunderbar. Ich will das einfach mal Gang einlegen. Warte. Mensch. Nee, nee. Ja, das war an der Stelle wieder mal komplett. Aber ich sehe, auch da scheint nicht viel zu funktionieren. Ja, ich ziehe mich da mal raus, warte. Ich glaube, ich gehen. Ah, jetzt. Na ja, mal. Weg mit dir da. Das ist natürlich schön im Multiplayer, ne? Dass man genau solche Sachen machen kann. Vor meinem Fenster, vor meiner Haustür, ist übrigens heute auch ein kleines Offroad-Paradies entstanden. Okay, was passiert? Heute Morgen kam LKW, hatte Sand geladen. Hat das hier von meinem Fenster ist hier einfach so ein Park, ne? Ja. Der hat das einfach auf den Weg gekippt. Ja, ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist ein riesiger Sandhaufen. Warum, weiß ich nicht, aber es ist ein bisschen Feeling habe ich da bekommen heute. Ja, passiert halt, ne? Das ist halt immer ein bisschen schwierig, ne?
aber... Nee, ist doch eine nette Geste gewesen. Ja, schon mal vorgesorgt. Die Strandbar kannst du dann schon aufbauen wahrscheinlich. Ja, erstmal Cocktail. Oh, oh, ja. Oh. Das ist schon Leuten hier wieder. So, weiter geht's. Ja. Aber im Dunkeln finde ich das immer sehr, sehr interessant, weil dann sieht man nämlich kaum noch was. Das hat das Dunkle so an sich, ne? Ja. Hast du schon spezielle Leuchten installiert oder bisher noch gar nicht? Ich weiß gar nicht, ob das hier ging. Also bei anderen Trucks habe ich es gemacht. Also, du meinst jetzt die Sachen, die man sozusagen noch upgraden kann bei dem Truck? Ja, das stimmt, ja. Bei anderen habe ich es gemacht. Hast du was jetzt gemacht hierfür? Nö, also bisher noch gar nicht, ne. Ich habe noch nicht mal Schneeketten. Du hast da zumindest auch mal Schneeketten. Ich wollte es gerade sagen, da hast du dich in Verzicht geübt. Da war der Sparfuchs unterwegs. Der Upgrade. Verlust. Aber wir können mal gucken, vielleicht finden wir heute auf dem Weg auch noch ein paar Upgrades. Ja. Ja, vor allem, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es zumindest so, wenn man werden angezeigt bei Wachtürmen und manche gar nicht, ne? Die haben sie mittlerweile, glaube ich, auch versteckt, oder? Und ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber manche, fand ich, wurden gar nicht angezeigt, obwohl man auch Wachtürme freigeschaltet hatte. Upgrades? Doch, die werden doch immer angezeigt. Okay. Ich hatte schon immer irgendwie mal das Gefühl, dass die gar nicht auftauchen auf der Karte. Vielleicht habe ich sie dann auch einfach nicht entdeckt. Ja, gut, nee, das kann natürlich auch sein. Aber ich dachte, die seien alle angezeigt worden. So. Das oben der Auftrag, der angepinnte, der stimmt natürlich nicht. Ich glaube, das ist synchronisiert, ne? Ich habe jetzt lange Brücke, habe ich drin. Achso, nee, dann ist nicht synchronisiert. Ich werde es gleich mal du hast einen anderen. Okay. Ändern. Über den Fluss. Ah ja. Nach Sherman Island. Sherman Island, so. So, die Freiheit wartet. Ja, mal gucken. Wir sind fast drin. Ist ja ganz aber erstmal haben wir wieder nochmal ein Problem mit dem Wendekreis hier. Also, hol mal weit aus hier. Okay. Machen wir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir machen sich einfach auch viele Zuschauer über mich lustig. Ja, das kenne ich. Das ist Standard bei mir. Das ist, also... Das ist eine Frechheit. Ja, eigentlich schon, ne? Aber na gut, wenn sie Spaß dran aber haben, ne? Das ist lustig. Ja, irgendwie schon, ne? Also, ich finde es immer, solange es humorvoll ist, ist es immer ganz witzig. Aber das Ding ist halt, klar, wenn man das selbst spielt, so zu Hause, dann hat man manchmal vielleicht eine Eingebung und macht das alles zack, zack. Aber in der Folge, man muss sich halt entscheiden, will man den sicheren Weg gehen oder macht man es ein bisschen riskanter? Ja, vor allem, wenn man dann auf Risiko geht, ne, zu 99% klappt es dann. Ja, ja, klar. Ja, wie oft stand ich schon, sag ich mal, wo habe ich irgendwas aufgenommen und ja, dann warst du kurz vorm Ziel und da kippst du einfach um, ne? Und dann schreist du rum und denkst dir so, ne, das war's jetzt komplett. Rechter runterfahren, ausmachen. Ja. Das fühle ich. Also fahren sie da nochmal oder? Ne, jetzt hol ich mir mal einen Kaffee. Ach so, ja, dann. Lass mir einfach mal ein kleines Päuschen in der Idylle hier. Finde ich gut, ja. Warum denn nicht? Ich fahr mal rechts vorbei, ne? Während du mir den Kaffee holst, warte. Das ist ja auch eine Frechheit, die ich mir hier wieder gefallen lassen muss. Es sind die Ketten. Da bin ich jetzt ganz fest von überzeugt. Ja, aber gerade noch, ne? Vorher hast du gesagt, oh, nimm Ketten, ich hab keine. Ja gut, hast du Pech gehabt, ne? So ungefähr war's. Also, ich glaube auch nicht, dass es an den Ketten liegt. Ich glaube auch nicht. Das liegt dir eher am. Aber ich komme jetzt gerade auch nicht. Aber du fährst auch ganz gut. Ja, ich hab. Ja. Nee, ach, so, dass du so schnell da durchkommst. Du hattest ja irgendwie. Irgendjemand hatte ja mal gesagt, an der Seite vorbeifahren, ne? Ja, ja, mach ich ja jetzt. Das ist ja. Ach ja. Also, Platz da. Das, ich glaube, du hast getuned. Was habe ich getuned? Nee. Nee. Ich glaube schon. Da ist ich glaube, gleich kommt Kommissar Mertens von der Fahrradpolizei. Ah ja. Würde ich mal rausholen, nur. Ja, ich habe immer bei den ganzen Simulationen das Problem, da kommt eher der Zwegart vorbei, aber das ist ein anderes Thema. Wobei ich finde, hier geht's dadurch, dass man die ganzen Trucks findet. Du bist denn rechts zur Tankstelle, ne? Ja, also ich würde sagen, nur einer fährt da lang, weil es ist verschenkte Zeit. Ja komm, ich mach das. Warte mal, wie viel Platz hast du jetzt noch? Zwei. Ne? Ja, wie viel müssen wir da holen? Kraftstoff hier auf jeden Fall schon mal zwei. Ja. Und dann nochmal
Wir müssen beide hin, ne? Mhm. Oder? Ja, aber wir bräuchten dann noch 4. Das ist dann halt doch ein bisschen sehr viel. Ja, wieso? Bei dir passen 3, bei mir passen 2 noch drauf. Müsste doch passen. Ja, und wir bräuchten insgesamt 6. Ah ja, gut, das war's dann komplett. Ja. Doch, ich habe ein gutes Gefühl. Dass ja, das ich fahr mal zur Tanke, ja. Ja. Aber irgendwie, warte, ich hole mal aus. Wahnsinnig zu dicht auf, Vorsicht. Ja, das war's dann wieder. So. Hat mir keiner gesagt. Ich habe nur gesagt, fahr zurück. Achtung. Setz mal kein Stück zurück, bitte. Ja. Keine Panik auf der Titanic. Oh, hier rutscht er aber ganz schön weg. So. Hinten die Räder haben sich auch gar nicht mehr bewegt. Die waren in der Luft. Ja, vor allem gerade bei diesem Tieflader hier, da bleibst du öfter mal hier an so einer Kuppe hängen. Ne? Das ist dann auch wieder ganz anders. So, also. Du holst jetzt zweimal Kraftstoff. Damit haben wir auf jeden Fall den Auftrag Berglabyrinth komplett erledigt. Ja. Und dann brauchen wir noch Verbrauchsgüter zweimal und Kraftstoff. So, jetzt gucke ich gerade, während du mal fährst, gucke ich gerade mal schnell auf der Karte Bergfluss, ob man da auch irgendwo Kraftstoff holen kann. So, warte mal. Wie viel brauchten wir gleich? Kraftstoff? 2, ne? Ja. Zack. 2 habe ich drauf. Aber wieso kann man, also hier muss doch, an jeder Tanke kann man Kraftstoff holen, oder? Ja klar, natürlich, eigentlich schon. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob die überall die Überlade haben. Aber eigentlich, rein theoretisch schon, da hast du recht. Ah, wir lassen es mal drauf ankommen. Ich höre sie schon läuten. Ah, dieser Wendekreis von diesem Arzthof, ne? Ah, schwierig. Wie, noch Zement? Aber auch was anderes noch machen. Okay. Na, wir nehmen das jetzt erstmal so. Tank ist leer. Mission entdeckt. So, ich komm zurück. Tank. Achso. Ja, sobald du das freischaltest, kann ich mir das noch nicht anschauen. Das muss ich dann selbst erstmal. Achso, okay. Unten. So, ich fahr schon mal, ne? Ja, ja, fahren Sie. Gerade gutes Wetter. Weite Sicht. Ja, definitiv. Ja. Ach aber Mensch. Aber mit den Ketten bist du echt langsam, habe ich das Gefühl, ne? Ich weiß nicht. Das kann gut sein. Ach, das ist ja auch gar nicht so richtig sinnvoll hier eingesetzt. Also, ich weiß gar nicht, ob das so viel Sinn ergibt, die zu nehmen. Weil die Ketten, also zum Beispiel hier sind wir extrem viel im Schlamm unterwegs, ne? Eis und Schnee sind ja eigentlich gar nicht. Also Schnee ist vor allen Dingen neben den Straßen. Ja. Und Eis ist eigentlich auch kaum vorhanden und im Schlamm weiß ich nicht, ob das so viel bringt. Ja, also ich. Also meine Empfindung ist so, sobald man Geländereifen hat, ist das vollkommen okay oder Offroad. Da geht das eigentlich. Aber wo müssen wir nochmal hin? Warten Sie, ich fahr mal zur Seite, Sie können mich gerne überholen. Ja. Fürs Navi hat das Geld dann nicht mehr gereicht. Verblinker setzen, ja. So, wir müssen geradeaus und dann halb rechts hoch, ne? So lang. Ja, ich hol mal schnell beim Flugplatz noch Verbrauchsgüter, aber du kannst ja schon mal die Brücke bauen. Ja, mach ich fertig. Jo. Ich hol dich mal, weiter. Ich bin mir echt unsicher, was diese. Was diese Kraftstoffgeschichte angeht. Okay. Na, wir werden es sehen. Wir aber lassen schon. Es mal drauf ankommen. Wobei, wenn gleich eine nochmal zurückfahren würde, sobald die Brücke gebaut ist. Ach, ja. Was brauchen wir für die Brücke noch? Da brauchen wir noch. Warte, ich guck mal vom Logistikzentrum was, ne? Ja, Ersatzteile 2 Stück. Ja, gut, dann. Ja, die müssen wir dann gleich nochmal unten holen, ne? Dann fahre ich doch erstmal mit dir mit. Okay, alles klar. Gut. Weil sonst muss ich zweimal zum Flugplatz. Ja, das macht ja keinen Sinn. Nicht so. Ja. Arriva! Ja. Vollgas hier. Wir haben doch keine Zeit, Mensch. Also wir haben jetzt eine Folgenlänge, haben wir jetzt im Prinzip ja schon drin. Wir werden vermutlich ein bisschen Überlänge machen. Ja, gut. Aber
noch nicht mal einen Auftrag fertig. Ja, doch, also mein Gefühl ist gut. Ja, es läuft die drei Aufträge in einer Folge, ja, definitiv. Ja. Es fehlt mir ja hier noch so ein bisschen die Abwechslung, ne? Ich habe ja so langsam das Gefühl, man hat im Prinzip alles gesehen. Ja, viel kommt irgendwie nicht mehr, ne? Weil man fährt Sachen von A nach B, fährt die Sachen von hier hin dahin, hat man ab und zu mal so ein paar Spezialaufträge oder so, mit ein paar Trailern, die halt sehr spektakulär aussehen. Aber ansonsten war's das, ne? Wobei, so sieht's aus. Die Abwechslung im Vergleich zum Vorgänger ist natürlich riesig, ne? Finde ich zumindest von den Aufträgen her. Das auf jeden Fall. Aber es ist so ein bisschen, also der Reiz vom Anfang, der ist ein bisschen verflogen. Ja. Aber vielleicht kommt der noch irgendwas. Aber das ist ja auch ganz normal bei einem Spiel. Aber ich bin mal gespannt, durch Mods könnte das durchaus wieder kommen. Also. Ja, mal schauen, gibt ja schon der eine oder andere Mod. Müssen wir mal gucken. So. Ich finde halt geil, wenn man hier auch immer mal so Sachen wie zum Beispiel so eine Mafia, die einen da irgendwie anhält oder sowas, das wäre schon witzig irgendwie. So eine Mafia, die in der Einöde oder so, okay. So Dorfbewohner, die irgendwie so einen Durchfahrtszoll eigenmächtig erheben und man muss dann entscheiden, macht man es oder macht man es nicht. Das wäre auf jeden Fall auch nicht schlecht. Solche Entlademane. So, Brücke, zack. Stufe abgeschlossen. Wir brauchen ja noch Ersatzteile. Das ist ja das. Ja, ja. Genau. Die hole ich gerade. Okay, sauber. Dann fahre ich mal ein Stück zurück hier, damit du auch gleich hier rankommst. Wie viele Slots hast du jetzt frei? Zwei. Ich habe jetzt zwei frei, ja. Okay. Das Problem ist, du kannst hier richtig gut wenden auf der Straße. Und das ist sehr gut. Wo ist das Problem jetzt? Ja, verstehe ich auch nicht. Aber du musst rückwärts jetzt hier fahren. Du kannst hier, weil die so eng, du hast links und rechts Leitplanken und kommst hier nicht rum. Du musst rückwärts fahren. So, du kannst, also, oh. Leute, ja. Ich hab's komplett falsch verstanden. Ich dachte, du wärst wirklich begeistert von der Was? Ich dachte, du wärst wirklich begeistert von der Breite der Straße. Nee, nicht wirklich. Warte, Achtung, ich fahr zurück. Sekunde. So. Mensch, Sie sehen doch, was hier los ist. Da kommen Sie hier. So, bauen Sie mal fertig da. Dachte, ich zimmer Ihnen das Ding jetzt dahin. Kann man sich ja nicht länger ansehen hier. Aber da war doch eine Straße, wo du hättest reinfahren können. Ja, aber... Ja, schwierig mit dem Trailer. So. Oh. Oh, nämlich. Jetzt haben wir das auf jeden Fall schon mal geschafft. Sehr gut. So. 1 von 3. Jetzt gucken wir mal, wie wir die anderen zwei noch hinbekommen. Also im Prinzip müssten wir jetzt nur noch durchfahren zu dem Map-Ende, aber wir müssen noch ein paar Sachen laden. So, Berglabyrinth kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Ja. Da brauchen wir 2x Kraftstoff und 1x Holzplanken. Haben wir. Haben wir, genau. Auf geht's. Für die andere brauchen wir 2x Holzplanken, 4x Kraftstoff und 2x Verbrauchsgüter. Verbrauchsgüter. Was hast du jetzt drauf? Du hast nur die Holzplanken drauf, ne? Aktuell. Ja. Okay. Ich würde Verbrauchsgüter vom Flugplatz holen. Mhm. Und bei dem Kraftstoff gucken wir einfach mal, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt. Ja, können wir machen, ja. So, oder? Hier auf der Map offensichtlich nicht. Na, überhaupt nicht? Warte mal. Also hier gibt es nur Kraftstoff da, wo du es auch eben geholt hast. Okay. Wie viele Slots hast du jetzt noch frei? Ich habe jetzt noch insgesamt 2. Zwei habe ich frei. Ja, stimmt. Habe ich gerade schon mal gefragt. Ich muss das erstmal für mich sortieren. Ist nämlich gar nicht so einfach, das alles miteinander zu kombinieren. Aber man spart sich im Endeffekt doch eine ganze Menge Zeit. Ja, das stimmt. Weil wenn man die aneinander kettet, die Aufträge, ne? Ja. Das ist wirklich so. Ich habe Holz und 2x Kraftstoff. Müssen wir echt den ganzen Weg zurück, ne? Rückwärts. Wollte ich jetzt hier eigentlich drehen? Ja, dann. Ich verstehe jetzt auch langsam, warum du es nicht gemacht hast. Ja. Ich habe es nämlich schon versucht. Warte mal. Aber rückwärts fahren ist auch nicht wirklich toll. Ach, der Wendekreis ist ja eine Katastrophe, ey. Ja. Es ist. Die andere Art von schwierig. Ja. Oh,
Da ist auch großes Frustrationspotenzial ist dahinter. Erinnert mich irgendwie so an meine erste oder meine ersten Fahrstunden hier, so wenden in drei Zügen üben, ne? Ich glaube, ich habe gefühlt 18 Stück gebraucht, um zu wenden. Also das war diese andere Art von Perfektionismus. Ja. Ich habe in meiner Fahrprüfung das auch nicht richtig hinbekommen einzuparken. Oh, Lücke ging, aber das Beste war ja so, wie lange bist du gefahren deine, bei deinem Führerschein? Schon die volle Stunde oder? Ah, nicht ganz, aber nicht ganz. Bei mir war es, also das, also war es bei dir so der Stau oder was? Ja, bei mir war irgendwie tiefster Winter, eises Glätte und da war nicht viel mit Fahren. Ich glaube, ich bin 8 Minuten gefahren. Dann ging die Heckscheibe-Heizung nicht, das hatte ich aber vorher festgestellt und der Fahrprüfer schon mit richtig guter Laune quasi eingestiegen, nur am Rumbrödeln, die ganze Zeit in Bart gemurmelt, ich drehe mal hier im Kurz, ist einfacher. Und ja, weiß nicht, total schlecht gelaunt und er dann, ja, fahren Sie mal da. Ja, fahren Sie mal Autobahn rauf, runter, da war 4 Minuten rum. So, dann sagt er, ja, packen Sie mal rückwärts ein. Ich so, ja, aber die Heckscheibe ist halt kaputt. Ja. Ja, parken Sie vorwärts ein. Okay, Glückwunsch. Das war's. Das war meine Führerscheinprüfung. Also echt 8 Minuten Fahrt oder so. Das war ja damals noch ohne Zeitlimit, ne? Mittlerweile musst du, glaube ich, eine Dreiviertelstunde fahren oder sowas, ne? Echt? Ja, das ist, glaube ich, vorgegeben. Also bei uns in der Fahrschule hieß es immer, es wurde rauf und runter gebetet, dieses Szenario, obwohl es absolut unwahrscheinlich ist, aber es wurde rauf und runter gebetet, ja. Wenn ihr in den Stau kommt, dann kann man natürlich nichts machen, ne? Deswegen seid dankbar, wenn es Stau gibt an dem Tag. Ja. Jede Theoriestunde wurde es irgendwie gesagt und auch in den Praxisstunden wurde es immer wieder erwähnt. Irgendwann hat es man es wirklich verinnerlicht und hat sich völlig falsche Hoffnung gemacht, dass genau dieser Fall eintritt. Oh, dieser aber Wendekreis hier, ey. Oh, egal, wie du einfach wenden nur willst. Eine Fluchfolge hier. Ach ja, was ich ja ganz vergessen habe, ich nehme heute, glaube ich, das erste Mal mit Stefan zusammen was auf. Wir haben aber, glaube ich, schon mal im Livestream irgendwann was gemacht, ne? Ja, und auch bei Pharmatown, ne? Ja. So, bei Pharmatown auch. Aber, was ich natürlich noch nicht offiziell gesagt habe, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Und wenn ihr ähnlich erfreut wie ich seid, Dann schreibt dem Stefan das auch gerne mal in die Kommentare, denn das soll ja auch gebührend gefeiert werden, ne? Also geht gerne mal rüber und schreibt herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit, denn das hat er sich alles mehr als verdient. Natürlich. Natürlich. Wie schön, dass du das nochmal erwähnt hast. Also, ja. Das freut mich. Freut mich es sehr. Es ist ich selbstlos, wie ich bin. Ja, natürlich. Also. Oh, ja, ja. Ja, ja. So, ich hab's endlich geschafft. Wo bist du eigentlich? Ich bin jetzt gleich hier bei den Ersatzteilen. Bei den Ersatzteilen, okay, gut. Also hier unten. Wenn du nochmal zur Tanke zurückfährst. Ja, mach ich. Wär's nicht schlecht. Und tank auch deinen eigenen Truck da auf. Ja, das sollte man machen, ja. Also einmal voll machen mit Kraftstoff noch, ne? Okay. Ja, alles, was du da irgendwie an Kapazität noch hast. Dann können wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was abladen. Für den Fall, dass es auf der anderen Karte das nicht mehr gibt. Aber dann müssen wir auch wirklich loszimmern. Ja, 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 klar. Weil sonst wird das alles nichts mehr. Ich finde, durch die Updates sind auch ein paar Sounds mit dazu gekommen, ne? Zum Beispiel hier, wenn du was geladen hast, dass da irgendwas am Klappern ist und so ein Kram. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon war, ja. Das heißt, wenn du Außenperspektive zum Beispiel fährst und irgendwie was geladen hast, was so ein bisschen hin und her wackelt, das gibt, glaube ich, ein paar Sounds, ja. Gerade bei Stahl hört man das extrem. Bei den Kisten jetzt, ich habe bei den Kraftstoffdingern, glaube ich, auch einigermaßen. Okay, bei mir ist hier nur Holz drauf, aber das wäre mir gar nicht aufgefallen. Interessant. So. Ach, du bist auf Flugplatz, ne? Ja. So, echt so eine alte Maschine drauf. Binden wir mal schnell den Auftrag. So, Verbrauchsgüter. Die hole ich hier und du holst ja noch Kraftstoff, genau. Ja, ja, ja. Da müssen wir weiter über die Brücke drüber, glaube ich, war es, ne? Genau. Und dann
kommen wir hoffentlich noch auf die andere Karte. Die andere Karte, diese Bergflusskarte, ist meines Wissens gar nicht so groß, ne? Nee, die ist relativ klein, ne? Also ja, klein, wenn man die anderen Karten sieht. Aber die Abwechslung bei den einzelnen Karten ist schon, finde ich, schon sehr, sehr gut. Auch das Setting ist schon sehr gut gemacht, ja. So. Ah. Verbrauchsgüter. Jo, die Verbrauchsgüter habe ich, die Holzplanken habe ich, Kohlenstoffkraftstoff, alles klar. Lade ich jetzt gerade auf. Ah, und es wird auch langsam wieder morgen. Das ist der Schimmer, der Hoffnungsschimmer. Ja, das kann man. Ja, genau. Das kann man leider nicht einstellen im Multiplayer, ne? Mit dem, mit der Tageszeit. Bin kein Nachtfahrer. Ja, ich auch nicht. Na gut, ich bin allgemein kein Fahrer. Ja, wow. Das ist noch was anderes. Ups. Ja, aber hier. Ach, das ist eine Kurve hier. Ja. Ich hoffe, dass mich der Sprit noch durch. Ja, wenn ich kannst du von mir noch was haben, weil ich mache jetzt voll. Machst du einen kleinen Zusatzkanister. Aber ja, machst du unter der Hand. Ja, ja, klar, natürlich. Unterm Tisch. So, warte mal. Jetzt muss ich erstmal. Durch diesen Wendekreis hier des Fahrzeugs, ne? Da wirst du echt. Ich koppel das jetzt mal ab, das ist einfacher. Zu tanken, weil. Ja? Wenn du mit dem Ding in der Tanke tanken willst, geht absolut nicht mit dem Tieflader. Echt? Nein. Aber du hast dir auch das längste Gefährt, was es gibt hier, oder so eines der längsten Gefährte. Das stimmt. Du hättest einfach das gleiche wie ich nehmen sollen. Ja, da sparst du nochmal so, ein, zwei Meter. Ja, gut, dass wir vorher drüber gesprochen haben, ja. Ja, ich hab nicht gesagt, nimm das. Ich hab gesagt, eins mit fünf. Ist mir schon klar. Ja, da passt du fünf drauf, also definitiv. Ja, ja. Die anderen fünf, ne? Ja. Und im Kopf oder im Sinn noch ein Sechste. Ja. Es fahren ja ganz viele Deutsche an der Grenze nach Tschechien, um zum Beispiel zu tanken, ne? Ja, zu tanken oder halt andere Konsumgüter zu kaufen, das ist korrekt, ja. Ja, ja, genau. Und andere Konsumgüter. Und gab einen Notstand. Aha. Denn durch Corona war ja alles geschlossen, alle Grenzen dicht. Ja. Und kurz nach der Öffnung sind die Deutschen wieder rübergeströmt. Und nahezu alle Tanken und Kiosk waren leer gekauft. Wie leer? Inklusive Zigaretten. Komplett leer? Leer gekauft, ja. Man sah da die leeren Regale. Die waren teilweise auch noch nicht aufgefüllt. Und dann kam noch der Ansturm der Sparfüchse und dann war es komplett RIP. Okay. Ja, ja, vor allem, man glaubt das ja gar nicht, ne? Dass die Leute einfach nur kaufen des Kaufenswillens, ne? Das ist ja wirklich so, ne? Nicht, weil sie irgendwas brauchen, sondern einfach kaufen. Wie kaufst du deine Zigaretten? In der Schachtel oder in der Stange? In der Schachtel. Okay, ja, die Leute, die dort einkaufen, also ich glaube nicht, dass der Laden da überhaupt Schachteln hatte, da waren nur Stangen. Ach so, ja gut. Also ich habe das in so einem Bericht gesehen, es war lustig, hat mich erheitert. Ja, mittlerweile rauche ich auch schon weniger, aber es ist halt... Ja, an der tschechischen Grenze müsstest du wohnen, da würde durchgeschlotet werden. Ja gut, aber ne, Gesundheit ist ja irgendwie auch nicht. Muss man ja auch ein bisschen drauf achten, ne? Ah ja. Ja, ja. So. Sind wir schon auf dem Weg? Ja, ja, ich fahr jetzt voll los. Mehr? Ja, ja, klar. Null mehr vor allem. Bist du eigentlich ausgesprochener Simpsons-Fan? Ja, schon, ja. Daher kommt auch der Name. Ursprünglich. Ja, ja. Aber. Und dann auch ausgesprochener Homer-Fan, oder? Ja, ich finde Homer halt cool, ne? Viele sagen auch, ich sehe aus wie Homer. Gut, ich habe ein paar mehr Haare auf dem Kopf. Gut, die Plauze, die wächst momentan, aber ja gut, das ist ein anderes Thema. Die Frage ist jetzt, hast du auch noch den Geist von Homer, diesen unverschämten, unmöglichen, faulen? Nein, nein, nein. Ich bin überhaupt nicht faul, nein, nein. Ich fand diesen Priester, diesen Nachbar... wie hieß der noch gleich? Ach, du meinst Flanders, ja. Ja, Flanders fand ich immer relativ witzig. Ja, ja. In einer unverschämten Naivität. Das stimmt, ja. Ich habe, glaube ich, auch alle Staffeln gesehen, bis auf jetzt die ganz neuen habe ich jetzt nicht geguckt. Weil ich fand dann irgendwann, ja, waren sie jetzt nicht mehr so dolle.
irgendwann hat man sich bestimmt auch satt gesehen daran, ne? Ja, ist auch bei vielen Sachen, ne? Also auch bei Filmen, ne? Die man dann mal guckt. Oder meistens bei Fortsetzungen hat man es dann, ne? Wo man sich denkt, oh ja, okay, jetzt wird das wieder genauso gut wie vorher. Und dann denkt man sich, nee, das ist dann irgendwie auch nix. Bei weitem nicht, bei weitem nicht. Wo sind Sie denn? Ach, Sie sind schon da oben. Ach, ja, dann. Ja, man fährt, ne? Man fährt und fährt und wartet, ne? Oh, es kommt halt nie mal hier in der Einöde. Oh, wenn du hier eine Reifenpanne hast, ne? Ich habe schon oft drüber nachgedacht. Du hast ja nichts also, hier, ne? Du hast ja gar nichts, ne? Das ist schwierig. Einfach dann schade. Ja, das ist... Ja, die Fässer machen auch echt ordentlich Lärm. Also das ist echt beeindruckend. Bei mir ist es richtig ruhig, bei dir scheppert es bestimmt. Ja, wenn irgendwie so ein Schrank mit Porzellantassen umfallen würde. Schepper, Schepper, Schepper. Ja, ja. Ah doch, hier höre ich es auch. Wenn man die Regenrinne von der Brücke fährt, dann gibt es einen Sound. Ich meine, das kam mit dem letzten Update. Ich meine, das war vorher nicht gewesen. Ich habe vorher nicht drauf geachtet, ob es das schon gab. Hervorragend. Ach ja. Ja. Jetzt fährt man und fährt man und fährt man. Wo müssen wir überhaupt hin? Bis zum Map-Ende oder was? Ja. Okay. Ja. Hier ist auch nochmal Gas, aber ich guck mal, ob man hier auch nochmal Kraftstoff mitnehmen kann. Also ich fahr jetzt gerade über unsere Brücke, ne? Ja. Und dann sehen wir es ja gleich. Ja. Ja, man kann hier auch nochmal Kraftstoff mitnehmen. Ja, super. Hätte ich das gewusst, hätte ich gar nicht fahren müssen, ne? Aber es wird halt auch auf der Map nicht angezeigt. Also wenn man auf den Auftrag... Ich gucke ja immer, wo ich das Zeug herhören muss, indem ich beim Auftrag darauf klicke, was gebraucht wird, ne? So machst du es vermutlich auch, oder? Ja, ja, klar, natürlich. Ja. Das gucke ich immer an. Und da wurde nur die andere Tanke angezeigt. So, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Wir müssen zum... Oder ich muss zum... Sie mir einfach. Ich habe es schon markiert. Wir müssen ja beide nach Bergfluss. Andere Karte. Ach ja, stimmt, richtig. Andere Karte. Lost. Lost, sein Sohn. Meine andere Frage. Du bist gerade an der gleichen Tankstelle vorbeigefahren, wo ich gerade war. Also ist klar, dass du das da aufnehmen kannst. Zumindest wirst du mir auf der Karte so angezeigt. Toll. Ich bin falsch abgebogen. Ja, du fährst so komplett falsch, ne? Ich bin falsch abgebogen. Ich hätte links fahren müssen. Vor allem, er sagt doch, ach, guck mal, kann man hier auch kaufen, ne? Richtig lost, weil da war ich mich gerade. Ich gucke nämlich gerade so. Oh, das ist ja unangenehm hier. Das ist ja richtig unangenehm. Wo muss ich denn? Ich hab noch gesagt, ich hab's markiert. Ja, vor allem seh ich ich hab's auch markiert. Oh, ich bin gar nicht mehr nach der Markierung gefahren. Ja, das war's dann. Ja, ja. Warte mal, wo muss ich jetzt hin mit den ganzen Sachen? Ja, hätte ich mir ein Leben lang anhören müssen hier in den Kommentaren. Zum Wartungszentrum, Ansgar, oder wo geht's hin? Also erstmal zum, bist du schon am Map-Ende oder am Übergang? Zum Nordhafen oder Bergfluss? Bergfluss, ne? Okay. Bergfluss, ja. Ja, warte, ich markiere mir das mal richtig. So. Also, du bist einfach statt, rechts, links abgebogen. Nee, rechts nach links. Ja, kommt man auch schnell in die Versuchung, aber ich meine, so ein großer Umweg ist es ja nicht. Aber du hättest, du lachst jetzt, ne? Aber ich bin auch umweg gefahren. Also, es gibt absolut gar keinen Grund. Irgendwie nee, aber, nur aber drei Aufträge safe, ne? Nee, wir machen die drei. Wir machen die drei jetzt voll. Koste es, was es wolle. Das Ding wird jetzt ins Ziel gebracht. Aber richtig, beide, ne? Ich hätte eigentlich gar nicht da langfahren müssen. Ich hätte auch gar nicht mehr drehen müssen, aber ja gut. Wir haben sich zwei gefunden, ne? Ja, ja. Hatewelle in den Kommentaren. Löscht euch. Ja, ist doch schön. Ja. Haben wir einfach auch mal die Gegend erkundet. Ja, ist auch mal schön, so ein bisschen Sightseeing hier in Alaska, ne? Ja. Warum denn nicht? Als Huhn empfinde ich ja die Schilder, die hier teilweise aufgestellt sind. Ich maximal 35 Meilen pro Stunde oder 15 Meilen pro Stunde. Ja, das ist echt witzig. Das ist natürlich sehr wichtig. Ja, ich finde auch in Tamir finde ich die Schilder lustig. Die kann ich mich. Ach, guck mal, da vorne ist er doch. Ja. Okay. Die kannst du ja gar nicht lesen. Also mein Kyrillisch ist ein bisschen eingerostet. Also hatte ich nie gehabt. Hattest du irgendwie Russisch in der Schule? Nee, ne? Nee, mein Kyrillisch ist ein bisschen eingerostet, habe ich nie gehabt. Ja, dann ist das auch klar. Oder hast du das privat gekonnt?
Ja, ein Kumpel ist halt, kommt halt aus Russland und sie hat mir aber so ein paar Sachen schon mal beigebracht, aber es war halt, so. Ist ja schon ewig her, ne? Ich wäre schon alt. Nee, aber mein Papa kann tatsächlich Russisch. Das finde ich immer wieder. Ich glaube, der hat das auch, der hat Slavistik oder so studiert. Oder? Ah, okay. Kann er immer so ein bisschen Russisch übersetzen, aber ich fand das immer als Kind wirklich lustig. Habe ich da totgelacht, aber habe natürlich absolut gar nichts verstanden. Ja, ist glaube ich auch ganz schwierig, glaube ich, zu lernen, ne? Auch allein schon wegen der anderen Schreibweise. Keine Verbindung zur eigenen Sprache. Das stimmt, ja. So, Jüdermann. Ja. Gleich haben wir's. Ja, ich bin auch gleich da. Ja, das weiß ich. Aber ich muss noch mal einen prüfenden Blick auf die Karte werfen. Sicher. Ja, falten Sie noch mal aus die Karte, genau. Ja, aber ist doch schön, dass ich da gerade noch eine andere Tanke gefunden habe. Ja, das freut mich. Oh, hör mal, ich habe eine Tanke gefunden. Ach nee, guck mal, da kann man auch Kraftstoff aufnehmen. Absolut lost. Mann. Ich habe ja damals Match Runner, als das rauskam, ja. Habe ich ja mit Garderoe gespielt, ne? Okay. Und der Keck, ich hatte keine Ahnung vom Spiel und ich habe ihm das auch so gesagt. Aber wir wollten dann irgendwie das Projekt zusammen machen und ja, dann haben wir es halt zusammen gemacht. Und der Keck hat mich vorgestellt als ausgewiesenen Match Runner Experten, der viel mehr Ahnung als er selbst hätte. Obwohl er natürlich wusste, wenn der so ironisch ist, ne, das ist ja meistens nicht so zu erkennen. Ja, gut, stimmt. Ja. Ein bisschen schlecht verpackt dann. Und ich hatte absolut keine Ahnung von dem Spiel. Und in den Kommentaren geht dann natürlich der Hate los. Hey, der hat doch gar keine Ahnung. Ja, das sind so Strohfeuer, die man legt, ne? Das ist dann und, auch mal. Ja, das ist also. Es ist mir schmerzlich in Erinnerung. Ich werde in meinen Videos nie jemanden als Experten vorstellen, der es nicht ausgewiesenermaßen ist. Ja, besser aber ist. Aber mit dir habe ich mir natürlich einen echten Experten. Du hast ja schon ganz, ganz viel Snowrunner gespielt. Ja, definitiv. Du kennst alles. Ja, alle natürlich. Ja. Also, falls wir hier irgendwas falsch machen, schreibt es dem Homer in die Kommentare. Er ist dafür verantwortlich. Er ist ja der Experte. Ja, natürlich. Eben der Hochzeit. Oh, nee, nicht wegen der Hochzeit. Dass du das Ding hier jetzt auch wieder ausgekramt hast, ne? Das ist wieder so ein Ding. Nee, das sind doch private Erfolge, da kann man doch auch einfach mal sagen, schön, dass er mir alle gratuliert, das freut mich doch. Natürlich, klar. Mensch. So, haben wir es gleich. Ja. Die Kurve noch. Ja, ich bin auch halt kurz hier Brücke, ne? Dann geht's rüber. Scheint es aber doch ein bisschen hier zu brauchen, ne? Wer, ich? Nö, du, ja. Du bist so am Trödeln. Da! Bergfluss, Alaska, USA. Das ist ja die zweite Karte, ne? Bergfluss, oder? Welche war das? Oder die dritte? Ich weiß gar nicht, welche das jetzt genau war. Der erste Auftrag. Okay, also. Berglabyrinth, wo ist das? Polarbasis ist ein bisschen weiter versteckt. Okay. Das ist natürlich scheiße jetzt hier. Wieso? Also den Auftrag, den wir easy erledigen könnte, der ist ein bisschen weiter weg. Ja. Und der, wo wir jetzt zu wenig Kraftstoff dabei haben, der ist hier direkt. Ach ja. Ist doch schön, ne? Ja, das läuft bei uns, ja. Was braucht es nochmal für den. Wir überlegen mal, wer jetzt wohin fährt. Warte mal, also ich für Berglabyrinth braucht es Holzplanken einmal und Kraftstoff zweimal. Hast du das? Habe ich, ja. Okay, dann fährst du dahin. Berglabyrinth, okay. Und ich fahre zur Spitze der Welt und lade da auf jeden Fall schon mal das ab, was ich jetzt hier habe. Voller. Und dann gucken wir mal. Zur Polarbasis, ne? Ja. Okay. Aber guck, wie ich da hinkomme, warte mal. Ach, das geht ja relativ, das ist ja einfach hier, ne? Ja, also eigentlich so wahnsinnig weit ist es nicht, aber es ist halt schon wesentlich weiter als hier dieser Truckstop. Ich werde jetzt mal überlegen, ob ich hier links rumfahren soll oder lieber an der Sägemühle vorbei. Vielleicht treffen wir uns an einer neuen Werkstatt. Ja, oder an der Tankstelle vielleicht, habe ich gehört. So, mal kurz gucken.
Ich fahre dem hinterher. Ist guter Weg. Und ich fahre dir dann gleich nochmal hinterher. Aber ich glaube, wir schaffen es jetzt tatsächlich. Also innerhalb der nächsten 5 Minuten ist das Ding hier komplett zusammengezimmert. Und wir können uns über die neuen XP freuen, die hier reingeschallert kommen. Ja, mal gucken. Ja, nee. Jetzt müssen wir siegessicher sein. Ja, okay, gut. Aber also, was ich ehrlich gesagt ein bisschen vermisse, ist das Feeling, das ganze Ding hier in den Sand setzen zu können. Das habe ich nämlich heute in der Folge überhaupt gar nicht. Also nicht mal ansatzweise. Ja, ich hatte das kurzzeitig, war das Gefühl, aber... Wann denn? Ja, einmal kurz, wo ich bei der Tankstelle war und da hängen geblieben bin. Aber ansonsten eigentlich nicht. Also ich finde, wenn man mit den Arztrophäen hier unterwegs ist oder auch das ein oder andere Fahrzeug hat, dann geht das relativ gut. Ne? Das geht dann weg, dieses Gefühl. Ja, ja. Am Anfang dachte ich mir... Das ist teilweise ein übelster Thrill. Auch in Michigan, da gibt es ja so ein paar Stellen, die sind so ultra eng oder so. Das hatten wir jetzt hier bei den Aufträgen nicht, aber ich bin mir sicher, es kommt in den nächsten Folgen wieder. Ja. Ja, vor allem in Michigan, da kennst du ja auch diesen Chevrolet, den man aus dem Sumpf ziehen kann, ne? Ja. Der da so tief reingeht. Am Anfang dachte ich mir, die kriegst du nie im Leben raus und das war einfacher als gedacht. Also, das war total simpel dann nach einer gewissen Zeit. Ach, hier hätten wir auch Kraftstoffen doch holen können, ne? Hier ist übrigens eine Tankstelle. Ja, da fahre ich jetzt hin und dann mache ich nämlich den Auftrag fertig und du machst deinen fertig und dann sind wir fertig. Ja. Leute, ich wusste es doch. Erzählt mir keiner mal. Oh, hier steht noch Service-Anhänger. Ja, den könnte ich ganz gut gebrauchen. Bei mir alles verbogen und verbeult. Was? Bei mir ist gar nichts kaputt. Echt? Nee, ja, einmal kurz. Ich glaube, noch nicht mal 0,5 irgendwie. Bisschen was vom Motor, aber ansonsten alles tippitoppi. Ja, jetzt habe ich nur die Drehproblematik hier wieder. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal ganz geschmeidig rückwärts fahren. Da kannst du auch nochmal rückwärts zur Tankstelle von vorhin zurückfahren. Vielleicht. Ja. Meinst du, oder vielleicht entdecke ich auch noch eine neue Tankstelle? Ja, das wäre natürlich cool, wenn du noch eine neue Tankstelle entdeckst. Entdeckst du schon einmal diesen geheimen Ort auf der Karte? So. Ich übernehme jetzt einfach mal deinen Fluchpart hier. Mein Fluchpart? Ja, mach mal. Ach, Fluchpart. Ja, gut, okay. Aber den Fluchpart, den höre ich auch gerne. Es gibt ja sehr kuriose Mods hier für Snowrunner, ne? Ich habe auch schon ein bisschen umgeschaut. Ja, ich habe auch schon einige gesehen. Warte mal, was war das nochmal, was so richtig, richtig strange war? Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich gucke da relativ selten rein, weil so wirklich coole Sachen gibt es da noch nicht. Gibt's da nicht aktuell. Nee. Also, oder nur so halt so Cheats, die einem dann aber auch das ganze Spiel kaputt machen. Ja, das macht ja keinen Spaß, finde ich, ne? Ja. Ach ja, gut. Ich wollte schon sagen, hier ist ein Loch in der Mitte, aber wir fahren da einfach mal drumrum, ne? Ich meine, man muss natürlich fairerweise sagen, das ist jetzt auch einer der simpleren Aufträge. Ach du Scheiße. Ich habe hier noch eine Tankstelle gefunden. Ja. Warte, ich guck mal kurz, ob ich im Kreis gefahren bin. Warte, nee, doch nicht. Nee, alles gut. Wir sind auf dem richtigen Weg. Warte mal. Ich muss mal kurz auf die... Ach, da oben. Ach, da müssen wir hin. Warte mal. Ich will mal kurz gucken. Weil das wäre es natürlich jetzt gewesen, ne? diese andere Art von Strange. Warte mal. Okay, da ist klar, eine Tankstelle vorbei. Ah, Sprit habe ich noch genug. Da. Aber immerhin, ich habe eine Klimaanlage. Das ist. In Alaska eine Klimaanlage zu haben, ist natürlich. Ja. Ja, ich beneide dich richtig drum, ja. Ja. Ja, auch einfach für den Fall, dass es mal ein bisschen wärmer wird. Ach so, ja. Kann ja sein. Weiß man ja nicht. Ja, ja. Das ist für einen Moment in der Folge gewesen sein muss. Und du, riesiger Umweg, machst dich völlig zu Unrecht. Lustig. Na klar. Und ich, ja. Ja, ja. Aber jetzt müssen wir hier... Wie soll ich denn da ruhig... nee. Oh, nee. Geht nicht? Ja, doch, aber du musst sie ausholen wieder jenseits vom... Ach du... Nee. Das geht ja richtig runter da. Nee. Mach ich nicht. Sollen so, andere machen. So, ich drehe wieder rum.
klar, Firma Kraftstoff. Also, wenn du da runterfährst, den Weg, den ich jetzt nehme, da musst du sowas von weit ausholen, weil das so eng ist mit den Leitplanken, das ist wirklich schwierig. Ich glaube an dich, Stefan. Ja, ja. Ich glaube an dich. Wenn wir hier alle an einem Strang ziehen. So. Oh, ja, jetzt geht's bergab. So. Oh, nee, warte. Was? Nein. Oh. Das ist der Weg zur Polarbasis. Der ist ja auch interessant. So ein kleiner Schneefahrt. Ja, ich fahre jetzt hier zur Polarbasis. Da muss ich doch hin, oder nicht? Ja, klar. Ja. Ja, ich muss jetzt hier links. Hier links, ne? Ja, klar. Da kommst du noch an einem Anhänger vorbei. Ich glaube, das ist ein Servicewagen. Ja, auch Servicewagen, ja. Das ist ja wirklich am Arsch der Welt. Ja, ist halt eine Polarbasis, ne? Ist halt. Ist ja kein Einkaufszentrum, ne? So in Alaska. Ist halt schwierig. Klassische Mall. Ja. Aber ging doch fix mit den Aufträgen heute, oder? Ja. Nee, das waren Selbstläufer. Kurzweiliges Vergnügen, leider. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wann du das Ding ins Ziel bringst. Denn bei mir sind's, ich kann jetzt runterzählen, 10, 9, 8, 7, 6, muss ich ein bisschen langsamer zählen, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, du bist fertig. Ich bin aufgestiegen, ich habe Rang 11 erreicht, wow. So, und wer hat eben vor der Folge gesagt, er ist jetzt schon Level 11? Stimmt, ich war Level 10. Verrückt. So. Ja. Got you. Kleiner Lügner ist hier unter uns. So ein was? Ding ist das nämlich. Nee. Hör mal. Dann kann ich mir schon mal anschauen, was wir vielleicht in der nächsten Folge machen, denn es gibt ja noch mehr als genug zu tun. Du machst Berglabyrinth und ich bin guter Dinge, dass du es jetzt gleich auch schaffst. Polarbasis. Es sind doch nur noch 2-3 Meter, Mensch. Ja, aber hier ist Tiefschnee, mein Freund. Ach so, das sieht auf der Karte gar nicht so aus. Nee, das ist. Warte mal. Aber wir haben hier einen Baum, ne? Also. Der Seilwindensimulator ist wieder aktiv hier. Ja. Was ist das denn für... Da zieht er sich galant wie eh und je, zieht er sich hier. Jo, und jetzt, und kippt das Ding, oder? Nee, er fährt weiter. Ey, sag mal, wo ist denn jetzt dieser... Links, drehen, links. Ja, ich... Ich will hier keine blöden Ratschläge geben, das liegt mir fern. Aber links, weiter links. Warten Sie mal, ich gucke hier nochmal. Ja. Ja, aber da ist gar keine Markierung, ist hier keine Markierung. Ach so, ja, jetzt. Ah, jetzt. Ja, gut, okay. Wow. Muss ich, glaube ich, immer erst annehmen. Achso, du musst das machen, wenn du musstest, okay. Wusste jetzt gerade. War mir auch nicht mehr so bewusst. Ja, deswegen. Aber. Na. So. Jetzt aber. Komm. Ätzert. Yes. So. Damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Wunderbar. Also, wo waren wir? Was meinst du? Du musst irgendwo hin. Oh, naja, dann schauen wir mal in der Farbe, schaue ich mal der Farbe im Trocknen zu, während du weg bist. Ah ja. Das war ein sehr geistreicher Text. Mit diesen geistreichen Worten wollen wir uns verabschieden. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne nächstes Mal wieder rein. Hat Spaß gemacht mit dir, Stefan. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Jo, bis dahin. Ciao. Bis dahin. Tschüss.